Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne ein bisschen Fortnite, die Stars geeignet. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Videorennbericht von mir. Ich bin es wieder, euer OHC Philipp 614. Ja, wir starten heute von Platz 19 aufgrund einer Quali-Strafe ins Rennen in einer doch glücklichen Schrägposition, wenn man das so sagen will. Und wieso und weshalb, werden wir jeden Moment sehen. Ja, wir kommen hier super gut weg, können direkt Berenzer hier mit Millimeterarbeit außen überholen und Rocky genauso. Jetzt fahren wir doch etwas vorsichtig in Kurve 1 und 2 herein, aufgrund dessen, dass ich es geahnt habe, dass vorne gleich was passieren wird. Und da sehen wir es. LOTR schießt seinen eigenen Teamkollegen ab und dreht sich somit weg. Wären wir links eingestochen, wären wir in Wohnie reingefahren. Von daher Prophezeiung, ja, geglückt, sagen wir das mal so. Gab es eine leichte Kollision mit Moritz und Rocky. Bei uns ist zum Glück nichts passiert. Jetzt in Richtung Kurve 6 müsste das, glaube ich, sein. Versucht Rocky wieder innen. Wir lassen Distanz zu Moritz, weil wir dann doch ein bisschen Angst haben, dass uns da was passiert. Jetzt haben wir bessere Traction und kommen besser aus der Kurve raus. Somit kann Rocky nicht mehr angreifen. Wir bleiben auch noch kurz in der Runde, weil Moritz hier jetzt einen kleinen Fehler macht und hier doch sehr weit rauskommen wird. Wir sind eng und können Moritz hier schon vor den S's überholen. Und ja, somit wollten wir weiter Druck nach vorne machen. Wir machen den Sprung in Runde 3, sind jetzt hinter einem DRS-Train angekommen. Mike kommt hier sehr schlecht aus der Kurve raus, somit können wir ihn hier schon überholen. Und wollen jetzt natürlich weiter den Angriff auf Audi wagen, eventuell das doppelte Überholmanöver, aber Audi fährt hier mittig und lässt uns keine Chance, da irgendwie vorbeizukommen. Stark gemacht, aber das sollte nicht lange halten. In Runde 5 war es dann soweit, ich konnte mich an Audi ranziehen und wage jetzt hier einen Late Lunch, der ja beinahe geglückt ist. Audi außen wehrt sich hier noch tapfer. Aber wir bremsen jetzt hier etwas später in die Kurve rein, schneiden Audi so ein bisschen die Linie ab und berühren ihn leider so ein bisschen, aber nun gut. Wir sind jetzt in Runde 7 hinter den Piloten angekommen, versuchen genau dasselbe, auch diesmal über außen. Der Pilot lässt uns hier so ein bisschen wenig Platz, jetzt, ja, er ist der Boss auf der Linie, jetzt werden wir hier so ein bisschen rausgedrückt, aber alles halb so wild. Somit musste ich mich dann doch noch eine Runde gedulden. Audi jetzt wieder versucht hier einzustechen. Krause, der gedreht worden ist, ist außen. Wir lassen ihm genug Platz. Jetzt muss er aber etwas zurückstecken, da ja hier kein Platz mehr gewesen ist. Somit Position verteidigt und doch keine mehr verloren. Patrick Grace ist in der Zeit ja aus dem Rennen ausgeschieden. Jetzt fahren wir etwas ja, langsamer durch Kops durch. Der Pilot ist jetzt links von uns. Audi genau dahinter, wir müssen jetzt etwas langsamer fahren, damit der Pilot so ein bisschen verwirrt wird und auch schlechter aus den S's rauskommt, was uns natürlich die Option bietet, hier anzugreifen, gerade noch vom Gas gegangen, weil wir sonst den Piloten draufgeknallt wären oder den Desync-Bug ausgelöst hätten. Naja, auf dem Weg in die nächste Kurve sind wir an ihm vorbei, jetzt müssen wir nur gucken, dass uns keiner von hinten überholt, wir verbremsen uns so ein bisschen in der Kurve, was aber dem Piloten keine Option mehr bietet, von außen zu überholen, genauso wenig wie Audi innen einzustechen. Wir machen einen großen Sprung in Runde 42, jetzt auf dem Softstint drauf und schießen hier mit einem Late Lunch wunderbar an LOTR vorbei. Jetzt geht es dann noch ein bisschen weiter. Wir bremsen noch hier etwas später und nutzen den Curb rechts, um uns dann doch in die Kurve reinzubremsen mit etwas Trial Braking so gesagt. Und ja, das war auch die letzte Szene aus dem Rennen gewesen. Ich habe nochmal gepusht und versucht, Herkules und Sonne Klaus ein bisschen Druck zu machen. Aber ja, es hat am Ende nicht gereicht. Wir sind dann am Ende von Platz 19 auf Platz 4 gefahren, was für mich ein wahnsinniges Resultat ist. Natürlich wäre vielleicht mehr drin gewesen, wenn die Quali-Strafe nicht gewesen wäre, aber gut. Hier seht ihr nochmal die Standings, einmal ohne Strafen und einmal mit Strafen. Und das war mein Videorennbericht gewesen für Silverstone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es in einer Woche in Kanada auf die Strecke geht. Bis dahin, haut da rein und bleibt gesund. Euer Philipp.